Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und liebe Leute, wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich nochmal in der Trainingsanlage unterwegs und haben hier alles erkundet, beziehungsweise waren auf Erkundungstour. Und wir waren jetzt hier noch vor dieser Tür. Ja, und dann gucken wir doch einfach mal, was wir da drin haben. Bin ich doch jetzt mal gespannt, Mensch. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, was hier los ist. So, was haben wir denn hier? Hier waren wir ja damals mit Claire schon. Ne? Hier ist nichts mehr. Und, genau, gucken wir erstmal, ob hier in der Box was ist. Nö. Okay, da ist so ein Ding, so ein grünes, aber da brauchen wir auch nichts. Doch! Hä? Ach... Clement Alpha? Wartet mal. Prüf das mal bitte. Chemikalie, um Legierungen zu verschmelzen. Hatten wir da nicht was gelesen zu beim letzten Mal? TG01 Produktinfo, war das das? Achso, nee, das war die Antimetalldetektor-Legierung. Familienvorstand-Info. Legierungsinfo. Hier war es doch. Genau, die Korrosions. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, wofür wir. Genau, hier Clement A und Clement Epsilon. Denn trotz ihrer großen Widerstandskraft gegen alle möglichen Chemikalien bis hin zu stärksten Säuren löst sie sich doch schnell auf. Genau, hier war doch die Geschichte. Mit diesem Diploid. Ne? Und mit diesem Wappen, was wir da gesehen haben, was da runtergefallen ist beim letzten Mal. Beziehungsweise beim vorletzten Mal. Weil wir sind ja nämlich noch auf der Suche nach diesem Wappen, ne? Was unten war. Und wir müssen, denke ich mal, jetzt hier irgendwas mit diesem Clement A machen. Denn trotz ihrer Widerstandskraft gegen alle möglichen Chemikalien bis hin zu stärksten Säuren löst sie sich doch schnell auf, wenn sie mit einer Mischung aus Clement A und Clement Epsilon. Mischung aus. Okay. Clement A und Clement Epsilon. Genau, hier steht es nämlich auch. Deployiert. Stattdessen haben wir das Deployiert jetzt für den blauen Teil der Adlerwappen benutzt. Genau, Freunde, das Adlerwappen. Information zu Clement. Die Epsilon-Variante hingegen verfärbt sich bei einer bestimmten Temperatur blau. Wartet mal. Bei einer bestimmten Temperatur. Ein merkwürdiger Zufall, dass diese Temperatur exakt dem Datum entspricht, an dem diese Trainingseinrichtung fertiggestellt wurde. Aha. Freunde, jetzt wissen wir schon mal, wie wir weiterkommen. Erinnert ihr euch an diesen Gefrierschrank, wo wir da beim letzten Mal waren? Genau, und da müssen wir jetzt nämlich ein Datum einstellen als Temperatur, wie wir gerade gelesen haben, um dieses Clement Epsilon zu kriegen, hoffe ich mal. Viele Werkzeuge liegen auf dem Arbeitstisch. Hier ist ein Aufsatz für die Glock 17. Ah, hier können wir unsere Waffe umbauen. Oder was? Glock 17. Unsere normale Pistole, also. Da frage ich mich jetzt allerdings, wo war denn das jetzt nochmal mit dem... Moment. wir haben jetzt gerade mehrere Sachen zu tun, tatsächlich. Wir müssen unsere Waffe aufrüsten, auf jeden Fall. Scheinbar so hört sich das für mich an. Die Drehscheibe ist da auf der oberen Etage. Okay. Genau, die Waffe müssen wir uns einmal eingestürzt. Ich kann sie nicht öffnen. Was zur... Ah, okay. Genau, unsere Waffe müssen wir verbessern. Und wir müssen jetzt diese Chemikalie herstellen, damit wir an dieses Adlerwappen kommen, um da irgendwas damit zu machen.
Genau. Und in dem Fall können wir hier zum Glück diese neue geschaffene Abkürzung nehmen. Und ja, im Prinzip dann. Wartet mal, ich würde auch gerne das mit der Schrotflinte jetzt machen. Weil ihr seht ja, diese Leiter, die ist jetzt gerade oben, ne? Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir jetzt erstmal ganz rausfahren, dass wir dann nicht immer die Shotgun ablegen müssen und die für den Rest des Spiels behalten können. Ne, das wäre natürlich ganz gut, wenn wir da. Shit, wo war jetzt der Ausgang? 2F. Geh mal 1F. Ich glaube, es könnte 1F sein, ja. Gucken wir einfach mal. Weil ich würde ganz gerne hier raus. So, hier hört schon mal die Musik auf. Da ist eine Kamera. Okay, ich habe die Shotgun ausgerüstet, weil es was ist. Aber ich glaube, das ist auch der falsche Bereich, oder? Ah, wie kommen wir denn da jetzt nochmal hin? Ach Gott, okay. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Wir müssen irgendwie in den oberen Bereich kommen, da wo wir in der letzten Aufnahmesession angefangen haben. Ja, Freunde, alles am Anfang gerade ein bisschen verwirrend. Gerade bei der neuen Aufnahmesession angefangen. Genau um 9 Uhr. Und alles ein bisschen verwirrend gerade, aber ich hoffe, dass. Ja, wir sind goldrichtig. Ich wusste es doch, Freunde. Wir sind goldrichtig. Wir müssen jetzt nämlich hier drin in diesem Raum, wo wir Steves Geschichte erfahren haben. Genau hier einmal mit diesem Ding hier runterfahren. Und dann einmal diesen Fahrstuhl benutzen. Ich denke immer noch, das war Munition, aber das war keine Munition. War doch hier, oder? Ja, war doch hier. Genau. Und dann einmal hier diesen Fahrstuhl benutzen, damit wir auch die Shotgun nicht mehr ablegen müssen. Ne, weil es war ja immer die Geschichte, dass wir da nicht hinkamen, ohne die Shotgun abzulegen, wegen dieser blöden Treppe. Und das lag daran, weil halt dieser Fahrstuhl hier oben war. Genau der hier. Und mit dem fahren wir jetzt runter, würde ich sagen. In den Raum mit den Kameras. Ich hoffe, dass sie uns da nicht. Ach nee, in den Raum mit den Spinnen. Stimmt. Okay. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier sind jetzt hier in dem Speicherraum. Wollte ich hier überhaupt hin? Nee, ach doch. Doch, doch, hier wollte ich hin. Weil dann holen wir uns mal unsere Handfeuerwaffe. Ja, ich weiß, das ist gerade alles ein bisschen erratisch, wie ich hier spiele. Aber es fügt sich alles gleich zusammen, keine Sorge. Das sollte schon gut gehen. Gut, und dann können wir jetzt nämlich hier unten hingehen. Die ekelhaften Spinnen, na ey, bloß weg hier. Und dann brauchen wir auch diese scheiß Shotgun nicht mehr abzulegen. Ja, was heißt scheiß Shotgun? Weil dann haben wir doch hier unten jetzt den Fahrstuhl. Nur halt diesen Durchgang hier nicht mehr. Aber ich glaube, den brauchen wir nicht, oder? Diese Treppe hier. Die ist jetzt nämlich oben. Und genau, wir können dann einfach zurückgehen, denke ich. Aber machen wir jetzt erstmal hier die Geschichte mit dem, mit der Chemikalie. Weil das ist auch interessant hier. So. Genau hier durch. Da ist ja wieder dieser Monsterraum hier. Wo aber. Achso, das war, weil Wesker da reingehauen hat. Deswegen war das Ding kaputt. wo ansonsten eigentlich nichts Schlimmes war, erstmal. Ja, zum Glück. Genau, und dann sind wir jetzt auch bei der Drehscheibe. Habe ich jetzt gedacht.
Wo ist die Drehscheibe? Ach, die ist nach oben. Die Drehscheibe ist nach oben. Aber wie kommen wir denn da jetzt hin? Kommen wir da überhaupt noch mal hin? Oh Mann. Wie machen wir das denn jetzt mit der Drehscheibe, verdammt? Ich hatte eigentlich auch noch mal da gucken wollen, wegen dem Item, was wir da haben. Der Schalter ist defekt. Gut, aber dann haben wir doch hier drin erstmal diesen Chemielager, ne? Genau. Und, ach. Scheiße. Ich muss mir doch mal das Datum von der Firmengründung angucken. Och Mann, also das Errichtungsdatum von dieser militärischen Anlage. Also die Frage ist, wie kommen wir da denn jetzt hin mit der Drehscheibe? Da kommen wir dann da bei den Spinnen raus. Ach nee, wir müssen jetzt ernsthaft wegen der blöden Drehscheibe. Das ist natürlich doof jetzt. Nur weil diese blöde Drehscheibe oben ist, oder was? Müssen wir dann nochmal über den Fahrstuhl gehen, oder was ist hier los? Ja, gut, aber wir brauchen ja dafür diese Treppe nicht. Ne, zum Glück. Sodass wir dann über den Fahrstuhl dann da hochgehen können. Ja, ich weiß. Eine ziemlich verwirrende Folge gerade. Aber wie gesagt, es fügt sich gleich schon alles zusammen. Ich muss jetzt zumindest nochmal zu dem Aufzug da oben hin. Dafür muss ich nochmal einmal komplett außen rumlaufen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Freunde. Dass wir da nochmal raus müssen hier. Die Spinnen, die können wir hier schön gestohlen bleiben. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut. Die letzten Tage, ja, ab und zu mal ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Aber das liegt wahrscheinlich an dem Wetterumschwung. Weil wir haben den 15.05. und das ist doch normalerweise immer so der Zeitraum, wo es Richtung Sommer geht, ne? Und ja, da bin ich scheinbar ein bisschen wetterfühlig. Ich hoffe, dass ich da nicht der Einzige bin. So, gut, dann hier nochmal hoch. Mein Gott, was ein Weg, nur für das Datum des Bauens hier. Ich denke, bei da hinten ist was, aber das ist nur die Kamera, die sich so bewegt. Gut. Im ersten Stock. Das war, glaube ich, einer weiter unten. Wenn ich mich recht entsinne, war das auf dem 1F, oder? Da, wo die Kamera... Ach, nö. Ach, nö. Genau, da ist diese blöde Kack-Kamera noch. Kann man die nicht irgendwie kaputt schießen oder so? Ich hab Schiss, dass die mich entdeckt. Da ist sie. Okay. Die fährt aber ein bisschen komisch gerade. Walter! Boah. Gott sei Dank. Oh Gott, ich hab so Schiss vor den Kameras, ey. Ich weiß nicht. Genau hier. Hier stand doch... Ach, hier können wir gleich auch nochmal runter, ne? Stimmt, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ah, wir haben noch einiges zu tun. Genau hier. Eine Gedenktafel. Hier ist ein Satz eingraviert. Für die Fertigstellung dieser Trainingsanlage. 8. Dezember. 8. Dezember. Alles klar. Müssen wir uns merken. Für den Schrank unten. 8. Dezember. 8.12. Oder 12.8, je nachdem, ob es deutsch oder amerikanische Schreibweise ist. Oh Gott. Okay, das haben wir überstanden. Gut. 8.12. Also. Ich verstehe schon, ja. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hoch.
Auf den zweiten Geschoss, genau. 8.12. Okay. 8.12. 8.1.2. 8.1.2. Ich muss es immer wieder sagen, damit ich es nicht vergesse. 8.1.2. Ich hätte mir auch ein Foto machen können, ne? Ist okay. 8.12. Gut. Okay. Runterfahren hier. 8.1.2. Oh, warte, wir sind schon bei 15 Minuten. Das ist ja wohl nicht wahr. Ah, gut, okay. Aber es ist halt ein bisschen hin und her gerede. Ich meine. 8.1.2. So. Ah, guck mal, wir sind ja schon fast wieder da. Auf der Hälfte des Weges sind wir schon. 8.1.2. Ja, hier die Zombies da, ey. Mit den gleichen Sounds wie auch aus den ersten drei Teilen, ey, finde ich gut. 8.1.2. So. Dann sind wir jetzt wieder bei den Spinnen. Gehen wir direkt geradeaus durch. Hält euch wieder. Ah, geht bloß weg. 8.1.2. Okay. Oder 1, 2, 8, je nachdem, ne, wie gesagt. So, da sind wir doch schon wieder fast da, Mensch. Bin ich mal gespannt, was da dann rauskommt, ja. 8, 1, 2. Ach, und dann noch durch diesen Riesenraum. Ja, das ist ein ziemliches Hin- und Her-Gerenne. 8, 1, 2. Okay. Wir müssen dann eigentlich auch nochmal zur Drehscheibe, ne? Weil da wollte ich nochmal was ausprobieren, tatsächlich. 8.1.2. Okay. Aber wir sind doch schon fast da hier, so. Können wir jetzt vielleicht endlich mal diesen 8.1.2-Code eingeben. Genau hier. Hier rein. In das Chemielabor. 8.1.2. Genau, und dann hier durch die Buschtüren, genau. Und dann haben wir doch hier vorne das, genau. 8.1.2. So. Guck mal, da ist nämlich auch was drin, seht ihr? Ich weiß nicht, was hier nützlich ist. Ja. 8. Ah, 1.2.8. Dann ist es amerikanisch. Einstellung beenden, ja. Dann war es 1.2.8. Wegen 12.8. Wegen 8. Dezember. Und es färbt sich blau. Sehr gut. Wir haben ein Clement Epsilon. Sehr schön. Und laut der Datei muss man diese beiden Dinger jetzt zusammenmischen. Und haben ein Clement-Mischung. Genau. Prüfe. Mischung aus Alpha und Sigma ist es, sorry, ist gar kein Epsilon, es ist ein Sigma. Sie kann die Legierung Deployed auflösen. Genau, und diese Deployed... Oh Gott, was ist jetzt? Na toll! Na toll! Alter! Boah, was sind das für Hunter? Oh Gott, das sind Spezialhunter hier. Oh Gott. Den haben wir aber ohne einmal getroffen zu werden erledigt. Das ist gut. Schau dich die mal an, ey. Spezialhunter mit spezieller Markierung scheinbar. Ja, danke. Sehr stark beschädigt. Die Viren sind vermutlich hier ausgetreten. Ihr Penner. Habt ihr mal eben... Aber wir haben, das haben wir doch ganz gut überstanden. Gott sei Dank. Okay. Ja, wir hatten ja diese Folge noch keinen Gegner gehabt, ne? Ja, das ist irgendwie doof. Ne, nicht doof, das ist eigentlich sehr gut sogar, dass wir keinen Gegner hatten. Aber ja, da kommen sie dann direkt mit so einem Spezialhunter an, ne? Alles klar. Dann gehen wir aber weiter. So, dann müssen wir jetzt wieder runter hier. Wieder über den Aufzug.
Ja, es ist schon ein bisschen nervig, wenn man seine Shotgun behalten will, ne? Dass man da nicht hier direkt hoch kann, sondern man muss da tatsächlich... Ja, wobei, wartet mal. Wenn wir die Shotgun ablegen... Weißt du was? Ich mach das eben. Leg die Shotgun eben ab, dann sparen wir uns den Weg. Ich meine, wir können es ja dann wieder die Shotgun dann wieder nehmen, ne? Dann sparen wir uns den Weg, ganz einfach. Ich meine, was soll denn das? So habe ich schon so viel Zeit dadurch verloren. Okay. Und wenn wir uns jetzt hier die Waffe scheinbar umgebaut haben, dann haben wir doch tatsächlich nur noch den Weg da oben. Ne, also da, wo die Leiter war. Und hier müssen wir nichts machen. War das jetzt hier? Ich hoffe, dass das jetzt hier war. Ja, ich glaube schon. Ja, sollte richtig sein. Genau, perfekt. Das war ja dann direkt hier vorne, ne? So, dann haben wir jetzt unsere Handfeuerwaffe dabei und da bin ich mal gespannt, was Chris jetzt daraus macht. So, dann hier. Ich könnte hier meine Glocksitzin umbauen. Ja, mach. Gut, dass du dich damit auskennst, Chris. Zack. Jawoll. Eine Spezialpistole. Damit laufen wir auch erstmal rum, würde ich sagen. Was kann die denn? Prüfe. Glock 17 verbessert. Umgebaute Glock 17. Sie verfügt über eine höhere Leistung als die normale Vision. Aha, also macht die jetzt mehr Schaden. Oh, guck mal, man kann ranzoomen. Das ist ja cool. Das heißt, das Ding ist jetzt stärker, oder was ist jetzt los? Haben wir hier Munition noch oder so wenigstens? Nö. Okay. Aber wir haben eine bessere Waffe. Ist auch schon mal ein Erfolg. Gut. Dann haben wir jetzt noch 22, noch 2 Minuten eigentlich. Stopp. Ich wollte eigentlich auch noch das mit der Drehscheibe machen, ne? Sollen wir mal bei der Drehscheibe gucken? Kommen wir da so hin? Kommen wir da so hin? Wartet mal. Der Aufzug kommt da raus. Nee, da kommen wir irgendwie nicht hin, ne? Ah, wartet mal. Doch, doch. Wir kommen dahin. Das kann ich sogar jetzt noch machen. Okay, das ist eine gute Sache. Weil wir müssen nämlich tatsächlich hier hinten nochmal hoch. Ah, genau. Hier hinten nochmal hoch. Hier haben wir ja bei der letzten Folge die blaue Karte eingesetzt. Jetzt können wir hier die Leiter nochmal hoch. Genau. Das ist jetzt nämlich der Weg zur anderen Seite und dann können wir die Drehscheibe aktivieren. Aha, und dann sind wir auch schon wieder näher dran an unserem Ziel. So, können wir mit der Drehscheibe nämlich runterfahren. Was ist das für eine verwinkelte Kacke hier? Aber okay, weil ihr habt ja nämlich tatsächlich... wie sieht das denn jetzt hier aus? Ist das jetzt... ist hier... liegt hier eine Kamera rum oder was? Aber hier bin ich auch richtig, oder? Ja, ja, hier bin ich richtig. Sehr gut. Weil ihr hattet nämlich tatsächlich gesagt, dass man da die Kiste noch mal ein bisschen weiter bewegen kann. Genau, hier bei der Drehscheibe. Und um dann hier vorne... da vorne an das Item zu kommen. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Chris, schieb mal bitte die Kiste. So, das machen wir jetzt noch, dann fahren wir noch runter und dann, ja, schauen wir mal in der nächsten Folge, was wir da mit dem Epsilon machen können, ne? Also mit der Mischung. Okay. So, dann solltest du die Kiste doch jetzt ganz nach da dran schieben können. Nee, er will's nicht. Er will es nicht.
Er will es nicht. Warum auch immer, Chris? Was ist mit der Kiste hier los? Wartet mal, ich setze das jetzt nochmal kurz zurück. Was ist denn das mit den Kisten? Normalerweise... Normalerweise sollte man doch da an diese Brandmunition da oben kommen. Es ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. So, haben wir es jetzt hier wieder? Ja, perfekt. Das ist ganz klassisch. Kann man hierher? Nein, kann man nicht. Man muss diese Kiste nach vorne schieben. Da kannst du hoch, genau. Okay, dann gehen wir hier wieder runter. Da versuche ich die erstmal hier vorne dran zu schieben. Macht er auch nicht, ne? Er macht es nicht. Warum? Chris, warum schiebst du diese Kiste nicht vernünftig? So, dann gehen wir bitte hier. Geht auch nicht. Bisschen weiter. So, jetzt. Okay. Oh, hier wird es langsam dunkel drin. Dann jetzt bitte da dran. Kannst du jetzt da hoch? Nee. Er will die Kiste nicht schieben. Ich weiß nicht, warum er die Kiste nicht schieben will. Was ist das für eine Verarsche? Er will die Kiste nicht schieben. So kommen wir da nicht dran. Wartet mal, oder? Wartet mal. Wenn wir vielleicht nicht rennen? Nee, wir kommen da nicht dran. Keine Ahnung, warum er die Kiste nicht schieben will. Also Freunde, ihr seht's. Er macht's nicht. Gut, vielleicht müssen wir aber erstmal runterfahren. Ich weiß nicht, was es für Sinn haben soll, aber vielleicht müssen wir erstmal runterfahren. Kann ja gut sein, Freunde. Kann ja gut sein. Und dann haben wir die Folge auch schon wieder geschafft, Mensch. So, haben wir jetzt die Drehscheibe wieder hier unten und dann diese Kisten. Ich verstehe es nicht. Ne, er geht hier auch nicht raus. Also, irgendwas ist hier mit den Kisten krumm. Ich weiß es nicht. Er geht hier auch nicht runter und nix. Dahinter auch nicht. Nee, also irgendwas stimmt hier nicht. Schade, weil ich hätte gerne das Zeug da oben mitgenommen. Aber da kommt man scheinbar echt nicht hin. Na gut, Freunde. Da würde ich aber dann nochmal sagen... Ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Ball. ja, würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Lasst hier gerne weiter den Kanal. Und ja, unten im Link findet ihr den Link zu einem meiner Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.